Hallöchen, Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Gems of War. Beim Weißhelm bin ich der Meinung, wir haben alles gemacht, ne? Genau. Ja. Also die jetzt halt nur noch, aber das machen wir jetzt erstmal nicht mehr. Wir gehen zum nächsten. Und zwar würde ich sagen, machen wir hier die treibenden Sande mal. Meine, wenn wir das dann danach die Dingens bekommen, das ist schon gar nicht so schlecht. Weil Erde brauchen wir, glaube ich, gar nicht, ne? Ist egal. Wenn ich den Dungeon dafür bekomme, der schon bestimmt ganz interessant ist. Stufe man den erstmal auf 4 auf. Ich glaube, 5 geht noch nicht. Na. Ja. Oder? Wie soll wir wann der 5er? 4000. Hm, okay. Dann. Machen wir erstmal. Tyrell trat mit einem dringenden Anliegen an mich heran. Es kann schwierig sein, sie zu ignorieren. Wir müssen ins Königreich der treibenden Sande gehen. Sofort. Müssen wir das? Es ist wegen meinem Bruder. Ich befürchte, dass er in Schwierigkeiten steckt. Wirklich? Nun ja, nein, aber ich habe gehört, dass er nach Schätzen sucht, aber wir sollten trotzdem gehen. Okay. Hilft Tyrell ihrem Bruder im Königreich der treibenden Sande zu finden. Betritt die treibenden Sande. Hinfort, hier gibt es nichts für dich. Ja, macht das einen Unterschied, wenn ich hier, welches Königreich ich als nächstes mache? Oder sind die alle mal gefühlt gleich stark? Und sind vielleicht doch ein bisschen zu stark jetzt die Gegner, damit ich die gar nicht besiegen kann. Aber ich glaube, die sind immer gleich, oder? Mana Surge. Ich mache jetzt für mich nicht den Eindruck, als ob sie unbesiegbar wären. Oh Gott, bin ich dumm. Also bin ich doch nicht. Alles gut. Mana Surge. Mana Surge. Mana Surge. Mana Surge. Hm? Sehr gut. Wir haben gegen 7 Schaden zu, bei seinem Tod hält zu 5 Magie. Bam! Aber ich stirb da keiner durch. Naja, gefühlt 5 Millionen Schädel hier, ja, überall. Ich habe nur 33% Chance gehabt, den zu töten. Oh. Irgendwann macht der Mensch immer den Fehler, weil das System genau darauf wartet, ja. Ah, wann kann ich endlich die Schädel benutzen? Wie viele Schädel hier sind, ja. Ist ja krank. Suche nach Tyrus Bruder. Rawr. Eine Hydra. Naja, aber eine Hydra ist, sieht ein bisschen anders aus. Hat auf jeden Fall nicht drei unterschiedliche Elementarköpfe, glaube ich. Oder ist das eine Hydra? Eine Chimäre. Hey, hab ich auch. Ups, die muss ich auf jeden Fall so schnell wie möglich, so schnell wie es geht, töten. Mana Surge. Extra Turn. Wer hätte das gedacht? Ah, die Chimäre ist leider nicht die den Attack abbekommt. Das ist ärgerlich. Na, nehmen wir mal mit. Ah, der hat dann natürlich nur eine grün. Scheiße aber auch. Mana Surge. Bam! No, die Hydra darf nicht. Darf keinen Biss machen. Alter! Alter, was war das denn? Für lächerliche 10 Mana 20 Damage hinzufügen, ja? Ist ja krank, ey. Ach, halt die Klappe. Mana Surge. Das
Ist das bescheuert, ey. Mana Surge. Ist die Chimäre räudig, ey. Der hässliche Wirbelsturm, der irgendwie noch am meisten Leben hat. Ist nicht gut. Der hat 35 Schaden zugefügt, dieser Bastard! Achso, wenn ich verliere, dann kriege ich natürlich keinen Seelen und so weiter, ne? Ist auch doof. Dann darf ich mich eigentlich nicht zurückziehen, weil sonst kriege ich ja keine Erfahrung und so. Okay, ich auch da fragen, wo ich keinen gekillt habe. Okay, dann doch lieber zurückziehen. Okay, ich glaube, das ist einfach noch nicht das ist der richtige Dungeon. Das richtige Königreich. Mana Surge. Mana Surge. Dass der Pen aber auch mit Grünes bekommt, ja, ist ja auch dumm. Will ich nicht, dass er das bekommt so. Dass genau komischerweise der drüber steht, das ist auch dumm. Mag ich nicht. Er macht wieder 20 Schaden, der Typ. Außer ich kann ihn irgendwie abhalten, aber kann ich nicht. Naja, greif mich an, du Lutscher, ey. Nach ganz gerne getötet. Mana Surge. Marit, bist du das unter der ganzen Kleidung? Marit? Ja, ich bin es. Sowas tragen die Leute hier in dieser Gegend. Verstehe. Gut, aber das sieht dennoch lustig aus. Sag uns, was du vorhast. Ich suche nach einem Schatz. Ich hatte erwartet, dass du hier auftauchen würdest. 110 Gold. Ich habe diesen Schatz schon eine ganze Weile. Wirklich? Ich habe eine Karte, die mir den Ort anzeigt, wo er vergraben ist. Oh, ich mag vergrabene Schätze am liebsten. Allerdings gibt es wohl einige Geister, die versuchen, mich aufzuhalten. Hilft Marit, sich gegen die Geister der treibenden Sande zu verteidigen, kämpft zusammen gegen die Geister. Hinfort, ihr Eindringlinge! Das sind keine Geister, das sind Skelette, Alter. Dann krieg ich halt mal, ne, einen Boni. Ach, ich verzichte, ich bleib mal normal. Pfff, Senskat, da hatte 29 Rüstung und, Leben. Mana Surge. Gibt schon kranke Einheiten hier. Ich krieg keine Rot, oder? Mana Surge. Extra Turn. Mana Surge. Mana Surge. Okay, das ist jetzt wieder einfach. Warum ist das auf einmal wieder so ultra einfach? Die haben ja gar kein Leben, die Typen. Der Schwächste ist der, natürlich. Ich muss das andersrum machen. Erst muss ich den und dann muss der andere her. Natürlich auf den. Auf wen sonst? Dervish wieder mal. Ah, das kann nicht zum Zug gekommen. Er hat wieder 20 Damage gemacht.
Ist ja dumm, Alter, dass der 20 Schaden macht, ja. Ich will auch so einen Typ haben. Besiegt den Anführer der Geister. Wenn ihr nach dem Schatz sucht, werdet ihr sterben. Den habe ich ja gerade schon bekämpft, ne? Die Olle. Ein Djinn. Ah ja. Ich krieg kein Rot. Oh Gott. Mana Surge. Mana Surge. Was eine Grütze jedes Mal, wirklich. Hier gibt man noch kein Rot. Wollen sie mir nicht geben. So siehst du aus. Mach das mal schön selber. Zwei Goldschlüssel. Ich danke euch, ich hätte das nicht alleine geschafft. Siehst du, ist doch gut, dass deine Schwester da ist, um dir zu helfen. Eigentlich habe ich mit deinem Freund gesprochen. Ach wirklich, das werden wir noch sehen. Das erste, was wir finden müssen, ist das Nest der Rocks. Ich glaube, es ist bei diesem Felsvorsprung dort hinten. Das ist ziemlich offensichtlich. Ist der Schatz dort oben? Nein, aber wir müssen trotzdem hochklettern, um den zweiten Hinweis sehen zu können. Für den ersten Hinweis in Marits Karte, das Nest der Rocks, erklimmen den Felsvorsprung. Ein Feuerdrache. Senskatla hat 29 Leben und Rüstung, kann nur einmal gezaubert werden. Das ist so dumm, 58 Leben einfach mal, ja. Mana Surge. Mana Surge. Bam. Mana Surge. Here we go. Oh, kaum Rot auf dem Feld. Ist echt ärgerlich. Ein
Hackerassen, füge einem Feind 7 Schaden zu und verbrenne ihn. Nö, will ich nicht. Lass mal lieber, wa? Alter, wie schnell hat er sich immer geheilt? Weg mit dir. Alter. So ein verdammter Lacker. Das ist unglaublich, ja? Das ist so dumm. Manchmal ist es echt dämlich. Eine Windbeherrschung. So. Hier machen wir erstmal nicht mehr weiter. 30 Gold pro Stunde an Einkommen ist jetzt nicht so viel, ne? Da gibt es echt Besseres. Na, holen wir uns auch ein paar Gildensiegel ab. 105 plus 60 sind wir bei 165, sind wir bei 370. Einen Schritt wieder näher meiner wöchentlichen Dingensen. Meines wöchentlichen Zieles. Und ihr seht halt die. Ich weiß ehrlich gesagt aber nicht, was das hier ist, diese Splitter. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Ich kann es nicht sagen. Was das ist, 500 mal das hier und ich habe keine Ahnung, was das sein soll. So. Okay, liebe Freunde. Oh, XP-Bonus 40%. Ah. So, das hätten wir noch machen können, einfach just for fun. Damit die Folge nicht ganz so kurz ist. Eine Schatzsuche. Ich meine, ich habe so viele Schatzkarten noch, ich weiß nicht. 10 Stück oder so. Gefühlt. Das stimmt, keine Ahnung. Genau, und hier meinte er halt auch der Zeepelman, dass man hier die Geschwindigkeit hochstellen kann, einfach weil man ja weiß, was passiert. Machen wir mal just for fun, einfach auf 4. Ist wahrscheinlich instant, oder? Ja, man sieht schon noch ein bisschen was. Und so geht es halt ein bisschen schneller und muss man immer nicht ewig rumwarten. Ne? Ding, 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 ding. Alles klar. Na, das ist schon. Geht schon ziemlich fix. So. Bam, 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 bam. Kann ich die zwei verschieben? Das war weniger cool gewesen gerade. Bei 26 Zügen gerade mal. So, haben wir 30. Das heißt, wir haben jetzt auch den zweiten Orb da bekommen. Das ist ja gar nichts mehr, oder? Ah, hier. Oh, das war schon. Das ist natürlich doof. Keinen Vierer-Turn gehabt. Oh, hier waren noch so viele Vierer gewesen, die ich gerade gesehen habe. Naja. Trotzdem noch ein bisschen was bekommen. Leider keine Erfahrung, ne? Erfahrung gibt's hier, glaube ich, nicht. Na, aber 640 Gold und, ja, machen wir erneut spielen. 36 Züge. Und für so einen 60-Zug-Schatz, so, glaube ich, gibt's halt noch mal Gildensiegel. Aber ich glaube, da brauche ich noch ein bisschen mehr Erfahrung drin, ne? Extra Turn. Der Anfang läuft ja mal ganz gut, finde ich. So, wenn noch wirklich viele. Extra Turn. Viele Münzen und alles, was da relativ gut liegt. Aber das macht man halt über die Zeit halt irgendwie alles kaputt. Wenn man es alles benutzt. Hm. Oh ja, das ist gut.
war weniger gut. Ja, na, hier gehen halt die Züge runter ohne Ende, weil hier sonst nichts Sinnvolles mehr kommt. Nichts Nützliches mehr. Extra Turn. Ah, geht mit der Schnelligkeit hier natürlich wesentlich besser. Da kommt man flugs durch. Und jetzt sieht irgendwie schon wieder Grütze aus. Jetzt geht es irgendwie nur noch an den Rand oder so. Hm. Ja, ist ja weniger gut gewesen, aber. Haben wir noch was? Machen wir einen Vierer? Den sehe ich nicht mehr. Okay. 35 Züge. Hm. Okay. Aber ein bisschen was. 1000 Gold. Na, nicht schlecht. Gut. Wie viel haben wir noch? Wie viele Schatzkarten? 300 für Elo-Steinchen. Nice. Für nur noch 196 für die Rüstung. Okay, lädt ewig. Gut, liebe Freunde. Schatzkarten. Habe ich 6 Stück noch. Nice Sache. Da würde ich sagen, machen wir mal kurz eine kleine Pause. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich will nur ganz kurz meinen Siegel nochmal gucken. Oh, nichts mehr. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.